Hallo und Metal-Freunde, herzlich willkommen beim... nee, das ist irgendwie falsch, ne? Nee, hallo und herzlich willkommen, ein freundliches Yashu von der schönsten Insel der Welt. Ich bin der Peru von Peru Plays, herzlich willkommen zurück. Ja, aus der allseits beliebten Reihe, lange nicht mehr gezockt, werden wir heute mal wieder on the road spielen. Hat sich ja wieder einiges getan, viele Updates, mal sehen, was die gebracht haben. Oder auch nicht, aber ich habe einfach mal Bock, wieder Truck zu fahren und ich hoffe ihr auch. Und natürlich wie immer nicht vergessen, ne, wenn euch das Ganze hier gefällt. Ne? Support ist kein Mord, für euch nur ein kleiner Klick, für mich ein riesen Support, ein kleines Like, Follow, vielleicht auch ein Kommentar, zum Beispiel auf dem Schwesterkanal bei YouTube. Ne? Den Link findet ihr in der Twitch-Beschreibung im Profil, würde mich freuen. So, nachdem wir die Werbung hier abgefertigt haben, ich habe mir jetzt mal so einen schönen Scania zugelegt, finde ich ja auch recht reizend, ein bisschen aufgemöbelt hier und das Ganze mit Containeraufbau. Guti, und den werden wir jetzt mal betreten, Entschuldigung, nicht missverstehen. Wir haben den gerade voll getankt und jetzt lassen wir uns mal gucken, ob wir hier in Dortmund einen entsprechenden Auftrag haben, dass wir uns hier dann auch die Socken machen können. Die beiden Kollegen hier sind aktuell bereits für uns unterwegs. Die haben wir schon frisch beladen. Ich will nur ganz kurz hier mal die Mails checken. Aber das ist mir hier alles schon bekannt. Das heißt, das nehmen wir mal alles raus hier. So, irgendwie hat er die Soundeinstellung hier wieder zurückgesetzt, wenn der Spielsound zu leise sein sollte. Ne? Einfach mal reinschreiben in die Kommentare bzw. in den Chat. Ne? Dann kann ich das nachregulieren. Guti, soweit das, dann kommen wir zur Logistik. Wir sind in Dortmund und ich glaube, nie bei Öl kriegst du keine Containerware. Jetzt müssen wir mal gucken. Also bei Shipping natürlich im Hafen kriegst du alle naslang natürlich irgendwie Container. Ich habe aber nie geguckt, ob das jetzt tatsächlich nur im Hafen möglich ist. Also so wie es aussieht, tatsächlich. Warte mal. Nee, also tatsächlich... Container gibt es nur für den Hafen. Gut, dann müssen wir da hin. Hilft ja nichts. Und dann suchen wir uns mal eine schöne Strecke aus. Wie gesagt, wir sind in Dortmund. Rostock, Kiel, Duisburg. Ich nehme mal jetzt zum Anfang zum Warmwerden. Ne? Nehme ich jetzt mal eine nicht ganz so lange Strecke. Hier Kassel wäre eine Sache. Köln geht ja natürlich auch. Frankfurt. Ja, behalten wir das mal so im Auge. Hier Kassel. Frankfurt, Köln, so das Triangel, ne? So, schauen wir mal, was hier ist. Soll ja auch ein bisschen Kohlen bringen hier, ne? So, mal ein bisschen Ah, das ist... Die Karte switcht mal sofort um, natürlich, wenn ihr auf einen der Routenvorschläge kommt. Deshalb muss ich immer so ein bisschen aufpassen. So, was haben wir hier? 120.000... 12.059 für eine Lieferung von Dortmund nach Frankfurt, sehe ich hier. Nicht schlecht, haben wir da ein bisschen mehr. Geht da ein bisschen mehr. Frankfurt, Moby Conti, Hamburg, Dortmund, Dortmund, Hamburg. Ja, komm, machen wir Frankfurt, machen wir kein langes Gedöns hier. So. Guti. Dann müssen wir die Ware nur abholen. In Anführungsstrichen nur. So, machen wir die Kiste mal wieder an. Ich hoffe, ich bin da noch fit hier in dem Ganzen. Okay, los geht's. Oh, hier, ne? Wo ist gerade Sache, ne? Warte mal, müssen ja noch das Kontrollgerät hier aktivieren. Sorry. So, also, vollgetankt sind wir. Karte ist drin. Alles gut. So, jetzt wäre ich ja nicht davon ausgegangen, dass unsere Strecke schon markiert wäre. Ich sehe sie jedoch nicht. Auf jeden Fall müssen wir rechts und dann links. Ich meine, das kriegen wir auch noch hin. Aus eigenem Antrieb hier. Ah, ja, also das Navi hat sich nicht so verbessert, sehe ich gerade. Also irgendwie Klassiker bei den Aerosoft-Fahrtsimulatoren, ne? Das Navi, ich glaube, die nehmen immer dieselbe Vorlage, ne? Sieht immer gleich kacke aus und hat immer dieselben Fehler.
Also man kann gerne mal, auch für Spiele, die vielleicht da noch kommen, ohne uns jetzt drohen zu wollen, ja, man kann da gerne mal ein bisschen Zeit investieren, Freunde, ne? Junge, Junge. So, ich glaube, wir müssen links bleiben, ne? Ja, wir müssen weiter geradeaus. Also, wenn ich hier noch ein bisschen rumruder beim Steuern, liegt das daran, dass ich mich ganz einfach mal wieder hier an die Steuerung gewöhnen muss. Na, schnell noch rüber. Ne, Dortmund, ne, sieht hier wirklich aus so ein bisschen wie Hamburg, ne, so Containerhafen. Okay, also ich habe Dortmund jetzt nicht so wirklich als Schifffahrtsdomäne im Hinterkopf, muss ich ehrlich sagen. Aber gut. Ich habe jetzt übrigens bewusst keinen Truck mit Anhänger genommen, beziehungsweise mit Sattelaufleger, weil das ist eine Sache, die haben sie bis jetzt, ich habe vorhin noch mal ein bisschen angezockt, haben sie immer noch nicht in den Griff bekommen, dass das Ding, egal wie gut oder schlecht du lenkst, du bleibst grundsätzlich irgendwo haken mit dem Anhänger. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Und damit wir hier schön stressfrei fahren können, habe ich mir gesagt, komm, dann nehmen wir eine Kiste mit Kofferaufbau oder mit Containeraufbau, ne, dass wir hier da keinen Stress haben. So. Muss mal ein bisschen gerade reinsetzen hier. So. Zack. Dann machen wir mal die Kiste aus und holen den Auftrag ab und dann beladen. Wie sich das gehört, ne? Junge Lunge, wie lange haben wir das nicht gespielt, Freunde, ne? Ich weiß es nicht. Ist es ein Jahr? Ist es mehr? Es fühlt sich viel mehr an. Aber, ja, da sind wir wieder. Ich gebe ja die Hoffnung nicht auf, ne, dass Toxtronics hier noch letztendlich die Kurve gekriegt hat oder noch kriegt mit dem Spiel. So, Freunde, wie sieht's aus? Wo ist die Ware? Jetzt warte mal. Das hätte ja schon eigentlich aufladen müssen hier. Ich setz nochmal ein bisschen zurück. Ihr kennt mich, ne? Ich und Rangieren, ne? Also, nicht hingucken. Ah! Aber so schief, wie es auch war. Er hat's beladen. Okay, sehr schön. Ein Brutto-Container. Können wir mal das Gepiepe ausmachen, das nervt. So, dankeschön dafür. So, gucken wir uns mal ganz kurz um, bevor wir losfahren, ob die hier auch so ein bisschen was am Innenleben gemacht haben. Also, wir haben das Ganze hier jetzt mit dem großen Aufsatz, mit zwei Betten. Leider haben sie immer noch kein Accessoire, wie zum Beispiel ein Beifahrer in Form einer netten Dame oder einem Hund oder einem netten Kollegen. Gibt es immer noch nicht. Das wäre doch eine wirklich nette, nette Idee, oder nicht? Was ist denn daran so schwer? Ne? Ist man auch nicht allein unterwegs. Ne? Kann man mal ein bisschen schnacken und so. Ne? Nicht jeder hat einen Twitch- oder YouTube-Stream mit einer Community, wo er sich unterhalten kann. Ne? Muss man ja auch mal bedenken. Guti, wir machen uns auf die Socken. Nach Frankfurt am Main. Wo ich mich gerade wieder dran gewöhnen muss, ist, dass die Steuerung so empfindlich ist. Ich habe schon zwar wieder so ein bisschen nachgeschraubt. Aber das ist schrecklich, ne? Wenn man so zwischen verschiedenen Simulationsfahrtspielen, Simulationen hin und her springt, so wie ich, muss man sich manchmal erstmal so ein paar Momente wieder umgewöhnen. Hier ist es natürlich nicht anders, ne? So, und damit machen wir uns auf den Weg von Dortmund nach Frankfurt am Main. Wir sind unterwegs mit einem Scania mit Kofferaufbau. Ja, und dann schauen wir mal, was sich so hier in der Zwischenzeit, wo wir es nicht gezockt haben, so getan hat. Ob es neue Fahrzeuge, Anhänger und so weiter gibt. Das werden wir später auch nochmal abchecken.
jetzt schauen wir erstmal, dass wir aus der Stadt rauskommen hier. Was ich wirklich immer wieder positiv hervorheben kann, und ich weiß nicht, warum andere Fahrsimulatoren diese Idee nicht übernommen haben, mit dem Tempomat. Ne? Ganz praktisch auf dem linken Stick einfach anklicken und das Ding ist aktiviert. Bums aus. Ne? Gerade bei den Bussimulationen würde man sich das natürlich wünschen. Würde das ein oder andere dann deutlich einfacher machen. Von der Steuerung her. Aber das muss man hier sagen, das haben sie hier richtig gut gemacht. Immerhin. Ja, toll. Ich erwische natürlich hier wieder jetzt die rote Welle. Willkommen zurück. Ich meine, dass sie optisch ein bisschen nachgearbeitet haben. Dass die Texturen so ein bisschen, gerade bei den Gebäuden, so ein bisschen wenigstens knackiger sind. Ist natürlich immer noch kein Vergleich zu, was weiß ich, Bus Simulator 21, Next Stop jetzt zum Beispiel aktuell oder noch nicht mal zum Fernbus-Simulator, also dem Flixbus-Simulator. Da kann das immer noch nicht mithalten, ne? Aber gut. Sie haben wenigstens ein bisschen was gemacht. Ich hoffe, wir entdecken auch noch ein paar spieltechnische Verbesserungen. Sie hatten ja mehr als genug Zeit, seitdem wir das letzte Mal hier das Game besucht haben. Oder heimgesucht haben, eher gesagt. Auch schön natürlich der Seitenblick mit der Kreuzsteuerung, beziehungsweise das Zentrieren. Das ist auch eine Sache. Ich weiß nicht, was da los ist bei den aktuellen Fahrtsimulatoren, also gerade den Bussimulatoren. Eine super nette Lösung, dieser Blick nach links, rechts, vorne, dass du den auf dem Steuerkreuz drauf hast, ist sehr praktisch, stört auch nicht so beim Steuern, gerade wie ich, wenn ich jetzt hier mit Controller spiele. Ist schön. Warum geht das nicht bei den Bussimulatoren? Ne, also da hast du zwar teilweise zumindest ein paar Simulatoren, wo wenigstens da die Kamera sich selbst wieder zentriert nach ein paar Sekunden, aber wirklich jetzt so steuern, das habe ich bis jetzt fast gar nicht gesehen, nur hier bei On the Road. So, dann sehen wir mal zu, dass wir ein bisschen Geschwindigkeit kriegen. 213 Kilometer sind angesagt. Ich werde jetzt hier nicht volle Möhre fahren, wie gesagt, gerade weil die Steuerung so empfindlich ist. Wir machen das ganz gemütlich. Wir haben ja jetzt hier keinen Fahrplan oder so. Wir sind ja nicht im Fernbus-Simulator. Das heißt, wir können die Strecke ganz gemütlich fahren. Was ich hier beim Scania nicht so prickelnd finde, ist, wie der Rückspiegel angebracht ist. Ne? Hier so wirklich weit rechts, beziehungsweise links vom Sichtfeld. Den rechten sieht man ja gar nicht jetzt hier gerade. Ne? Ja, jetzt komme ich schon auch ganz ins Rudern hier, sorry. Ist jetzt nicht so optimal gemacht bei dem Modell jetzt hier. Also bei den MANs ist das deutlich besser gelöst. Aber ich hatte mal Bock auf den Scania, die sind wir sowieso so selten gefahren. Ich finde ja auch, das sind schöne Trucks, bloß wie gesagt, ich bin so eingefahren auf MAN, ne? Das, ihr kennt das bestimmt. Ne? Da hat man so einen Lieblingstruck und dann bleibt man auch irgendwo dabei. Aber sollten wir das jetzt mal wieder öfter spielen, werde ich ja ein bisschen mehr wieder mit Scania unterwegs sein. Jetzt dauert es sowieso, bis wir den nächsten Truck uns leisten können. Das heißt, leisten könnten wir ihn schon, aber bis wir das nächste Level da erreicht haben, müssen wir ein bisschen warten. So, jetzt in den ersten Minuten fällt der Kollege hier noch nicht wirklich negativ auf, muss ich sagen. Das ist gut. Also ich spreche gerade von der KI, KI-Verhalten. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, im Vergleich zu anderen, zum Beispiel Bussimulatoren, die wir in der letzten Zeit gecheckt haben und auch aktuell spielen, ist die KI hier vergleichsweise gnädig, wenn auch nicht immer ganz logisch. Also hier kam es ja jedenfalls in der Vergangenheit relativ häufig vor, gerade im Stadtverkehr, dass sich die KI da selbst im Weg stand, aber sich das Ganze auch nicht aufgelöst hat. Ne? Also dass viele
Simulation, wo das mal passiert. Ich glaube, das passiert in den meisten Fahrtsimulationen mal. Ne? Der Punkt ist nur, ob die KI schlau genug ist, ihre Misere zu erkennen und diesen Stau auflöst, beziehungsweise die störenden Fahrzeuge entfernt, oder nicht. Und das ist genau der Punkt. Ne? Das ist ja auch so ein Problem, gerade vom Fernbus-Simulator. Ne? Da war das ja vielerorts in den Städten ein Problem. Ein Fahrzeug muckt von der KI und der Rest kommt nicht weiter, aber das Fahrzeug wird auch nicht entfernt. Ich bin mal gespannt, ob sich das hier zum Besseren gewendet hat. Ja, Controllersteuerung und on the roads, das sind noch nicht immer die besten Freunde. Ihr merkt das hier, ich fahre jetzt auch nicht wirklich oder lenke hier nicht wirklich rund. Ich finde auch, dass die Steuerungsempfindlichkeit, die Einstellung in den Optionen nicht so wirklich Änderungen bringt. Für mich jedenfalls gefühlt. Ach du lieber Himmel, guck mal, genau, jetzt sage ich es gerade noch. Und ich war hier völlig vogelfrei über die Spuren. Gott sei Dank war keiner da. So, hier macht keine Faxen hier, mein Freund. Hat er mich jetzt gerade geschoben? Hat er mich jetzt gerade geschoben? Jetzt lobe ich gerade eben noch die KI hier. Ja, zumindest ist kein Schaden entstanden. Ich hasse es, wenn wir Abstriche bei der Fracht haben. Ne? Wozu fährt man hier durch die Gegend? Ja, wir alle sind ja natürlich gespannt, ob es vom Euro Truck Simulator tatsächlich in Kürze, das sagen wir nicht in Kürze, demnächst einen neuen Teil geben wird, der, und so überlegt man ja aktuell, auch auf der Konsole erscheinen soll. Das wäre natürlich ein Riesenschritt. Damit könnten natürlich alle bisher erschienenen Games in dieser Richtung wie Truck Driver oder auch Here on the Road natürlich erstmal einpacken, ne? Weil bis jetzt gibt es ja noch kein einziges Truck-Spiel, das Multiplayer spielbar ist. Da hätte Euro Truck natürlich ganz weit die Nase vorn, allein schon von der Erfahrung natürlich her. Ich würde das sehr, sehr gerne wieder spielen. Ich habe es auf dem PC sehr gerne gespielt. Und das wäre für mich eines der größten Geschenke als Simulationsfan, wenn Euro Truck Simulator oder auch der American Truck Simulator ebenso schön für die Konsole erscheinen würde. Also dann würde ich hier live wirklich nicht unbedingt einen Shampoos, aber vielleicht ein Bierchen aufmachen. Würden wir die Korken knallen lassen. So, ich sehe gerade, unser Kollege Heinz Sehnel hat seine Aufträge abgeschlossen. Das finde ich sehr löblich. Das heißt, es ist wieder Geld in der Kasse. Oh, wow, 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 wow. Der schwingt aber ganz schön rum da vorne. Und ich schwimme hier gerade ein bisschen mit der Steuerung. Ich weiß nicht warum. Junge, das ist... Ja, hier, das ist wieder ein KI, der mir am Hintern klebt. Der hat mich auch wieder jetzt gerade angeschoben. Das ist natürlich jetzt kein so nettes Verhalten. Ich meine, wenn er mich abschleppen will, soll er das gleich sagen, ne? Kette raus und dann sparen wir Sprit, ne? Aber ansonsten sollte der bitte da bleiben, wo er hingehört, nämlich hinter mir. Und nicht auf meinem Heck. Aber das ist wieder der Klassiker, ne? Wenn man auch nur annähernd etwas Positives sagt, ne? Zack, wird die KI alles dafür tun, dass das genau nicht so sein wird. Na gut.
Also im Probelauf vorhin habe ich noch MAN gefahren. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Steuerung vom Scania selbst liegt. Aber ich finde die ein bisschen schwammiger. Deshalb komme ich hier auch immer wieder ins Schwimmen. So, aber die Hälfte der Strecke haben wir ja schon abgerissen, runtergerissen hier. Auf jeden Fall müssen wir gleich nicht nur für uns eine neue Strecke, eine neue Route finden, sondern auch für den Kollegen. Dafür werden wir ein, zwei Minuten länger brauchen, weil ich denke mal, der gute Heinz hat, glaube ich, den Gigaliner. Müssen wir mal gucken. Wenn wir Glück haben, ist es der Kollege mit dem Container, dann geht das relativ zügig. Ansonsten haben wir so ein bisschen längere Streckenplanung gleich vor uns. Aber ist auch ganz gut so, ich habe das lange nicht mehr gemacht, dass ich wieder ein bisschen reinkomme da. Also landschaftlich finde ich das nach wie vor gar nicht so schlecht, was sie hier hingezaubert haben. Man hat eben halt hier nur... Mist. Ja, Thema Schwammengelenkung. Man hat eben halt hier nur die Deutschlandkarte, ne? Also man hat noch nicht mal das europäische Ausland. Finde ich ein bisschen schade. Ne? Selbst im Fernbus-Simulator kannst du mehr oder weniger durch halb Europa fahren. Und nach wie vor haben die Trucks richtig Probleme, auch im Tempomat mit Steigungen. Also da lässt die Performance richtig nach, habt ihr gerade auch gesehen. Und das war jetzt nicht nochmal so großes Gefälle, ne? Also sowas kommt ja später erst noch hier. Ich glaube, da wird er dann, was weiß ich, auf 30 oder vielleicht sogar 20 Kilometer dann runterfahren. So, hier seht ihr es wieder. Also ganz deutlich. Fast 10 km/h runter. Und dann bist du wiederum in den Kurven viel zu schnell, beziehungsweise nicht in den Kurven, sondern im Gefälle, weil der Tempomat natürlich jetzt hier nicht selber abbremst. Ne? Aber wenn du bremst, ist der Tempomat wieder raus. Ne? Also es ist immer so eine Sache. So, wir bleiben mal schön hier auf unserem Streifen. Mir jetzt nicht die beste Strecke rausgesucht. Das ist natürlich so ein Klassiker, die Strecke hier, ne, mit dem andauernden Gefälle und Steigungen. Ist so ein bisschen Achterbahn, ne? So, wie sieht denn eigentlich unsere Lenkzeit aus? Ich schaue gerade auf die Uhr. 1:04. Das könnte knapp werden. Ich bin gerade im Überlegen, ob wir jetzt tatsächlich, ich habe jetzt gerade hier die Anzeige gesehen mit dem Rastplatz, ob wir da mal einen ganz kurzen Powernap einlegen. Ja, da ist er schon. Da machen wir das doch auf, würde ich sagen. Sicher, sicher. Weil ich bin nicht ganz sicher, ob wir da mit der Stunde auskommen hier bis zu unserem Ziel. Dann lieber auf Nummer sicher, bevor wir hier eine eine Strafe einkassieren. Sorry. So, suchen wir uns mal einen kuscheligen Platz. So, ein bisschen vorziehen noch.
dass wir mit unserem fetten Hintern hier im Weg stehen. So, Bremse rein. Fahrzeug aus. Bremse ist drin. Läuft. So, dann EU-Kontrollgerät. Modus ändern. Schlupi-Phase. Bitteschön. Wundervoll. Können wir jetzt abends weiterfahren. Mein Liebling hier. Abend- und Nachtfahrten, ihr kennt mich. Brauche ich nichts zu sagen, oder? Müssen wir jetzt durch. So, Zündstufe erhöhen, Kiste wieder ein. Dann müssen wir das EU-Kontrollgerät natürlich wieder den Modus ändern. Zack. So, Licht müssen wir jetzt auch noch anmachen. So. Jetzt können wir nochmal kontrollieren. Ah, jetzt sehen wir auch die Fahrzeit. Knapp 9 Stunden wieder dabei. Sehr schön. Dann würde ich sagen, without further ado, fahren wir weiter. Moin Dorfklavier. Ja, wir sind nach langer Zeit mal wieder unterwegs hier in On the Road. Ist mir heute mal wieder in die Griffe gekommen. Hab gesehen, es gab auch wieder ein paar Updates. Und da war ich mal neugierig und dachte, warum nicht? Ich hätte auch mal wieder Lust auf Trucking. Aber wo du gerade da bist, mein Bester, ich habe mir überlegt, ich mache das jetzt mal davon abhängig, ob du Lust hast, eventuell heute mal wieder zusammen eventuell auf die Jagd zu gehen. Ich weiß ja nicht, wie das bei dir an diesem Wochenende aussieht. Heute oder morgen, es muss natürlich nicht heute unbedingt sein. Aber wenn du Lust hast. Dass wir auch mal wieder auch zusammen zocken. Ja, wie gesagt, ich bin da ganz frei, ne? Also wenn, dann richte ich mich ja nach dir, weil ich frag dich ja, ne? Also wenn dir das morgen jetzt zum Beispiel lieber wäre, dann wäre das jetzt auch kein Thema. Ja, heute dann, oder wie? Ich würde dann vorschlagen, was weiß ich, 18 oder 19 Uhr, eins von beiden. Vielleicht eher 19 Uhr, ne, weil dann könnt ihr noch in Ruhe Abend essen und früher ist der Rest der Gemeinde ja auch nicht am Start. Wäre, glaube ich, keine schlechte Zeit. Wie siehst du das? Ja, super. Das freut mir. Haben wir ja lange nicht gemacht, ne? Also schon gar nicht zusammen. Ne? Wir müssen auch wieder mal mehr zusammen zocken, mein Freund. Ist notiert. Natürlich lade ich auch gern jeden ein, der bei mir bereits in der Freundesliste ist, bei Xbox. Der kann mir gerne Bescheid geben, wenn er heute Abend mit dabei sein möchte. Ne? Dann werde ich euch gerne mit einladen. Also, damit hochoffiziell heute ab 19 Uhr eurer Zeit natürlich. Call of the Wild, The Hunter. Mit meiner Wenigkeit und dem lieben Dorfklavier. Und vielleicht auch noch jemanden von euch da draußen. Wer weiß. Das haben wir auch generell wieder, ne? Wann haben wir das letzte Mal gejagt, Leute, ne? Es ist wirklich, man kommt zu nichts mehr, ne? Jetzt haben wir momentan ja eigentlich wirklich viele Projekte im Kalender, ne? Ich glaube, ich muss das auch mal ein bisschen ausdünnen. Dass wir nicht zu viele Projekte im Kalender haben. Ich weiß, dass ich das wieder nicht schaffen werde, weil ich, ja, ich will die Dinger einfach zocken, ne? Und manchmal seht es mir nach.
bleibt das ein oder andere Projekt mal eine Zeit lang liegen oder es dauert länger, bis eine neue Folge kommt, weil wir, gerade ein Spiel haben, wo wir richtig gut drin sind, weil was Neues rausgekommen ist, was wir natürlich auch zocken wollen, ne? Leute, seid da ein bisschen nachsichtig mit mir, ne? Ich versuche das so ein bisschen ausgewogen zu machen und ich hoffe, das gelingt mir auch, ne? Und wenn euch das gefällt, dann lasst gerne mal ein Like oder Follow da, vielleicht sogar ein Abo, wenn ihr Lust habt. Ja, und wir sind hier immer noch unterwegs. Von Dortmund nach Frankfurt, umgekehrt. Genau. Wir fahren ins Morgengrauen. Ja, graut der Morgen oder graut dem Morgen? Ich vermag es nicht zu sagen. Leute, jetzt nicht böse sein, ich habe heute keine Facecam angemacht, weil es ist fucking heiß heute. Vor allem hier in der Bude. Auf Zypern auch wieder heute um die 30 Grad, plus minus ein bisschen mehr. Ich sitze hier in meiner eigenen Soße und das Bild will ich euch eigentlich ersparen, ne? Also, wenn es heute Abend ein bisschen gelockerter ist, dann werde ich gerne die Facecam anschalten, aber auch nur dann. Ne, weil niemand will den alten Mann abtropfen sehen hier, ne? Es ist so. Boah! Mist. Fuck. Ja, die Steuerung ist leider immer noch ein bisschen schwammig, ne? Also einiges fühlt sich besser an. Ich finde, ich mag mir das nur einbilden. Ich weiß nicht, wie du das jetzt hier gerade siehst. Aber ich meine, dass die Grafik ein bisschen geschraubt wurde hier von der Umgebung, vom Ambiente. Naja, in der Zwischenzeit sind ja auch einige neue Anhänger-Typen dazu gekommen, ne? Wie zum Beispiel der Dingens hier, ne? Sag mal. Der Container-Anhänger, der Autotransport-Anhänger natürlich, auch sehr schön. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, es gibt noch einige Sachen, die sind wirklich bis heute nicht leider kopiert worden von On The Road. Zum Beispiel die Idee mit dem Tempomat, die auf den linken Stick zu legen. Ne, also mit der Klickfunktion. Ne, das wäre schön, wenn wir das hier gehabt hätten in dieser Steuerungsvariante, zum Beispiel für Bussimulator oder Fernbussimulator. Wäre eine nette Idee gewesen zu übernehmen. Oder wie gesagt auch, der Blick im Cockpit links, rechts über die Kreuzsteuerung, dass du es gleich zentriert hast, ist eine super Idee. Haben andere leider nicht übernommen. Na, da war ich aber gerade flott unterwegs hier. Entschuldigung. Ja, sie haben ja sonst auch hier einiges gemacht hier, ne? Da auch mit dem Pimpen der Fahrzeuge. Ich meine, das ist eine nette Geschichte, ne, dass man den Truck so ein bisschen personalisieren kann. Na, zuerst kam ja die Lackierung, jetzt kannst du ja so ganze Teile austauschen, Kühlergrill und Horn und was weiß ich. Finde ich eine nette Spielerei. Aber wenn man jetzt so wie beim Euro Truck Simulator zum Beispiel die Leistung des Trucks zum Beispiel tatsächlich verbessern könnte und solche Sachen, das wäre noch eine ganz andere Nummer gewesen. Aber das ist jetzt ja manche auf hohem Niveau. Ne? Ich meine, die Macher, und da muss man auch ehrlich sein, haben ja von Anfang gesagt, dass sie nicht den Anspruch haben, hier jetzt einen Euro Truck Simulator für Konsole zu kreieren. Ist es ja sowieso nicht, weil es ja auch keinen Multiplayer-Modus hat. Und wie gesagt, deshalb bleibt uns ja nur die Hoffnung, dass tatsächlich, wie Gerüchte besagen, die nächste Version vom Euro Truck Simulator tatsächlich eventuell auch auf Konsole erscheinen könnte. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe sehr.
Was eben halt ins Auge fällt, nach wie vor, und das wird sich natürlich auch nicht ändern, glaube ich, ist diese, ich sag mal, Einheitlichkeit der Städte. Ne? Also es wurden schon so einzelne Wahrzeichen übernommen der jeweiligen Städte. Ansonsten sehen die aber bumsgleich aus. Ne? Also gerade die Verladestellen, das sind immer dieselben Modelle. Also finde ich schade. Man hätte wenigstens jetzt im Nachgang vielleicht mit Variationen zumindest arbeiten können. Ne? Dass es so ein bisschen interessant bleibt und nicht überall komplett gleich aussieht. Das ist eben halt das, was viele auch hier bemängeln. Zu Recht. Auf der anderen Seite, was erwartet man in diesem Preissegment? Ne, muss man sich auch natürlich mal fragen. Oder was darf man erwarten in dem Preissegment? Also so ein flotter kleiner Nachmittagsstream. Hier wird auch nicht zu lang, weil es ist Sommer, Freunde. Ne? Und dazu möchte ich euch auch auffordern. Ne? Nutzt das. Wenn die Sonne scheint, nutzt das. Genießt ein bisschen das Leben. Findet nicht nur vorm Bildschirm statt. Ne? Vergesst nie das echte Leben. Da ist eine ganze Menge los. So. Oh, er hat uns den Auftrag schon angenommen. Das finde ich gut. Dann müssen wir ja nur noch hier das Ganze... Na? Hallo? So, warte mal. Wir rangieren jetzt mal so ein bisschen. Wir tendeln mal so ein bisschen hin und her, bis wir den Punkt finden. Also das haben sie jetzt auch nicht wieder eingeführt, wenn ihr euch erinnert. Früher, wenn man den richtigen Rangierplatz hier erreicht hat, wurde ja dieses Tor mit den Pfeilen grün. Ne? Also das war ja ein guter Anhaltspunkt, sag ich jetzt mal. Ne? Das haben sie irgendwann mal rausgenommen. Warum, weiß ich nicht. Ich find's sinnlos, dass das rausgenommen wurde. Ja, ist aber so. Warte mal. Nee, Moment. Ich glaube, ich habe da auch was falsch verstanden. Ja, wie gesagt, es ist lange her. Ich weiß nicht mehr ganz so, wie das ist mit den Containern. Sorry, Freunde. Einer dreht sich doch immer mit, ne? Ist es der auf derselben Seite oder... Ich bin jetzt gerade hier... Ich muss mir das jetzt gerade mal angucken, sorry, Freunde. Ne, da bewegt sich nur der eine. Das heißt, hier die eine Seite bewegt sich komplett. Okay. So, da müssten aber jetzt beide Loks offen sein. Ach, Leute. Ich will doch nur den Bums loswerden hier. Korrigier nochmal so ein bisschen unseren Winkel hier. Man möchte ja meinen, dass die Ablieferung von Containern die einfachste ist. Weil du da keine Rampe anfahren musst, ne? Theoretisch ist das auch richtig. Plus, ja, ihr seht's. Was soll ich sagen? So, also damit wären wir definitiv hier jetzt im Rahmen drinne. Also ohne Zweifel drin. Wieso hat er jetzt den... Wieso hat er die Kiste ausgemacht? Ich habe die gar nicht ausgeschaltet. Das ist jetzt wieder so eine Geschichte.
wieso sind wir jetzt gerade wieder eingestiegen? Ich habe da nichts veranlasst. Ha! Jetzt! Junge, da kriegst du ja die... kriegst du ja die Krätze. Gut, lass uns mal schnell schauen nach den Kollegen hier. Weil die sind ohne Auftrag da. Das geht gar nicht. Das heißt, nach langer Zeit kommen wir mal wieder in die glorreiche Tourenplanung. So, wen haben wir denn hier? Das dürfte der Kollege hier mit dem Gigaliner sein, der hier unten hat den Sattelschlepper mit dem Containeraufbau. Gut, das ist hier der Aufwendigste. Der steht wo? Wo ist er? Der Heinz Sehnel, der olle Heinz. Da ist der Horst. Der Horst ist in Hamburg. Das interessiert uns jetzt nicht. Heinz Sehnel, da ist er. In Minga. So. Wie gesagt, der Kollege hat den Gigaliner. Wollen wir doch mal schauen, das steht so schön beim Truck Service, ob wir da für ihn eine schöne Tour haben. Was weiß ich, München, Hamburg, dann ist der erstmal eine Weile unterwegs, dann ist Ruhe im Karton. Suchen wir Hamburg was raus hier. Stuttgart, Köln, Hamburg. Von Truck Service zu Truck Service, das ist natürlich immer gut. So. Jetzt ist er natürlich wieder zurückgeschnalzt hier auf die Karte. Das ist ein bisschen dämlich. Also es ist immer witzig, ne? Also eigentlich bei fast jedem Spiel so, ne? Es gibt immer so Punkte, einzelne, wo man das Gefühl hat, da kümmern die sich überhaupt nicht drum, ne? Das ist genau hier mit dieser Karte, ne? Mit dieser fehlerhaften Darstellung, wo also wirklich die eingestellte oder der eingestellte Kartenabschnitt, Ausschnitt dann wieder zurückschnappt und du musst wieder hin. Ja, zack. So, B-Laden nach oben. Ja, ich muss gerade ein bisschen aufpassen, weil wir müssen natürlich gucken nach der Prozentzahl und der Tonnenauslastung unseres Trucks. Das ist eine Sache, die ich an diesem Spiel eigentlich immer gemocht habe, ne? Die Wirtschaftssimulation. Tourenplan, Bladen, ne? Und natürlich auch selber fahren, ist klar. So, ich möchte es eigentlich ganz so gerne so halten, dass der eine reine Truck-Service-Ladung kriegt. Geht natürlich am schnellsten, ne? Rein, raus, Tschüssikowski. Berlin, Bremen, Dortmund, Kiel, Kiel, Bremen. Nee, da müssen wir ein paar andere Hamburger Ziele mit dazu nehmen. Das Logistik-Hub zum Beispiel. So, beladen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das in Hamburg aussieht. Nicht, dass er da einen Umweg fährt, wenn er da einrollt in Hamburg Town. So, er muss zum Truck Service. Der ist hier oben. Nee, Moment. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist der Truck Service. Und der Logistik Hub. Moment. Der ist weiter oben, oder? Warte mal. Ja, da oben ist er. Da würde es sich empfehlen, wenn er den als zweites anfährt. Ist auch so eingestellt? Genau. Gut, super. Dann lassen wir das auch gleich so. Entschuldigt, ich bin heute ein bisschen rotzig. Ich hatte gestern das erste Mal tatsächlich auf die Nacht nochmal die Klimaanlage an, ne? Ja, war ein Fehler, ich weiß. Aber es war so schön kühl. Ah, noch eine Lieferung für den Truck Service in Hamburg. Das ist gut. Ja, das war die Ladung, die ich eigentlich vorher gesucht hatte. So, der müsste runter. Ne, Moment. Hoch. Truck Service. Passt doch, was will ich denn? Manchmal, Leute, manchmal, ne? Bin ich mit dem Kopf zu Fuß. Muss ich ganz ehrlich zugeben.
Also ihr seht, wir haben noch mehr als genug Platz hier bei dem Kollegen. Das kann noch einen Moment dauern. Also das Fall des Falles, ne? Schnell noch was zu knabbern und zu trinken holen. Die Planung geht weiter. Aber wenn der Junge wieder zu Hause einrollt, der weiß nicht nur, was er gemacht hat, sondern der bringt auch richtig gut Taschengeld nach Hause hier für uns. Jetzt haben wir Truckservice dreimal abladen und zweimal im Logistik-Hub, okay. Also da hätte ich mir mal tatsächlich eine schnellere Möglichkeit der Routenplanung gewünscht, aber ja, komm, ne, ist ja mal auf hohem Niveau, ich weiß. So, 6%, das ist noch nicht wirklich viel, Freunde, was wir hier beladen haben. Halleluja. Jetzt muss ich nochmal gucken. Logistik ab. Das passt immer noch, ne? Truck Service und dann Logistik ab. Also wenn du so einen Gigaliner planst, also da brauchst du wirklich ein paar Minuten, weil das Ding hat so viel Volumen, aber es dauert eben halt wirklich, bis du das Ganze durchgeplant hast und beladen hast. So, da haben wir noch was für den Truck Service. Jetzt sind wir gerade bei 10%, Freunde. Gebt euch das mal. 10% zum Mitschreiben. So, den müssen wir jetzt schieben hier. Das ist eine Lieferung für den Truck Service. Die muss vorher runter. Obwohl, so sieht's aus. Also so ein Gigaliner würde ich tatsächlich nie mehr als einen fahren lassen, weil du kommst ja aus der Planung gar nicht mehr raus. Einer ist okay, ne, der ist unterwegs und da mit einem Brumps bringt der auch jede Menge Cash. Aber stell mal vor, du musst es bei 3-4 Stück machen, dann sitzt du erstmal, bevor du überhaupt selber loskommst, ein paar Stunden da und bist nur am Plan der Route, ne? Das ist es natürlich irgendwie nicht, ne? Das ist... Junge, ich krieg den Bums hier auch nicht voll. Das kann's nicht sein. Aber ich habe hier auch irgendwie bei Truck Service, das sind alles so Kleinlieferungen, ne? Das ist der Nachteil beim Truck Service, ne? Habe ich auch nicht überlegt. Der hat ja nicht wirklich so diese Tonnenladung, das sind dann eher mal so kleinere Einheiten. Davon haben wir natürlich jetzt sehr viele, ne? Das ist... Aber es bringt eben halt doch recht viel Geld, ne? Das ist das eben halt. Ich meine, gut, wir kommen dann natürlich so oder so, ob da voll ist oder nicht, an die Beladungsgrenze, weil du hast ja auch nur eine begrenzte Anzahl an Einträgen, die du hier machen kannst. Das geht ja nicht endlos. Also ich glaube nicht, dass wir den zu 100% voll kriegen.
Aber wie gesagt, bevor ich ihn jetzt leer fahren lasse hier, ne? So, das passt alles. Ja, kein Hin- und Hergefahre. Man muss eben halt aufpassen bei der Planung, ne? Nicht, dass da was falsch sitzt und auf einmal fährt er leer hin und her oder irgendwelche Scherze. Was haben wir denn hier noch? Moby Conti. Hamburg, Hannover, nein. Da haben wir noch was für den Logistik-Hub. Haben wir noch was für den Truck-Service hier auf der Seite? Nee. So, 3621.000 Kilo. Jetzt müssen wir natürlich noch die Entladung hier gucken. Logistik Hub Hamburg, das können wir so lassen. Komm, wir nehmen jetzt noch ein oder zwei dazu, damit wir hier den dritten auch noch planen können. Und selber wollen wir ja auch noch ein kleines Stück fahren, bevor uns dann jetzt hier festfressen. Aber ein, zwei Ladungen sollte er schon mindestens noch mit aufnehmen. So, da haben wir Frontscheinwerfer für den Truck-Service. So, beladen. Und hier zum Beispiel wäre eine Taste schön gewesen. Ist ja toll, dass du das hier hin und her schieben kannst, die Aufträge. Muss ja auch so sein. Ein dritter Knopf wäre schön gewesen, nämlich on top setzen, also dass der Eintrag automatisch an die Spitze des Eintrags geschoben wird. Ne? Gerade beim Beladen ist es ja wichtig, dass der letzte Eintrag dann nach ganz oben geschoben wird, damit der natürlich auch weiter belädt. Ne? Also hier so ein dritter kleiner Knopf wäre nicht schlecht gewesen. Ne? So mit einem Zack, ne? Dann brauchst du auch nicht die ganzen Seiten durchblättern, die du schon kreiert hast. Das wäre mal eine Idee gewesen, fällt mir gerade mal so auf. Was denn jetzt? Warte mal, Truck-Service. Ach so, okay, dann passt das. Wir haben jetzt mittlerweile so viele Truck-Service-Lieferungen. Ich verliere langsam den Überblick. Deshalb machen wir jetzt hier auch nur noch einen Auftrag für den Kollegen zum Mitnehmen. Dann kriegt der andere Kollege noch seinen Container aufgeklatscht. Und dann sehen wir zu, dass wir auch noch einen Auftrag kriegen. Aber der Gigaliner ist eben halt prädestiniert so für diese Langstrecken mit richtig viel Ware und damit auch richtig viel Geld, natürlich. Und das ist jetzt eben halt das, was ich meine, ne? Man muss jetzt über zwei, drei Seiten hier die Beladung hochschieben. Ein Knopf wäre es gewesen, ne? Womit du das dann an die Spitze schieben kannst, wo es hingehört. Weil du musst ja dieses Schieben nicht nur einmal machen, wenn du verschiedene Ziele anfährst natürlich, ne, dann musst du ja auch hier die Entladung natürlich dementsprechend sortieren, wie wir das hier auch ja schon die ganze Zeit brav machen. Hätte man ein bisschen, ja, ein kleines bisschen schlauer machen können. So, Truck-Service, Logistik-Hub, Logistik-Hub, bla 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 bla. So, das passt. Wir lassen das jetzt auch so. Weil sonst kommen wir hier gar nicht mehr vom Acker. So, Horst Heimermann. Ich glaube, was habe ich gesagt? Der ist in Hamburg, ne? Der Herr Heimermann. Kasse 3, bitte.
Wo steht er denn? Ja, wo steht er denn? Der steht hier bei Shipping. Natürlich. Da steht er auch richtig, weil der hat den Containeraufsatz. Das heißt, hier könnten wir es eigentlich genau umgekehrt machen. Die können sich entgegenfahren hier. Der Horst kommt ihm dann aus Hamburg entgegen. Da würde ich das sagen, Richtung München, damit sich der Bums auch lohnt und ein bisschen Kohle reinkommt hier. Lass mal sehen. Bam, 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 bam. Obwohl beim Horst könnten wir uns ja mal überlegen, bei Zeiten eventuell noch einen Anhänger mit Containeraufsatz. Was, weiß ich gar nicht, ob das geht als normalen Anhänger. Aber ich denke schon, dass wir ihm zumindest zwei Anhänger, einen Anhänger da noch ranhängen, dass er ein bisschen mehr Ladevolumen hat. Frankfurt, Dortmund, Frankfurt, Frankfurt, Kiel, Hannover, Duisburg, Duisburg, Magdeburg, Frankfurt, Rostock. Ich möchte Minga. Oder wenigstens Süddeutschland, dass ein bisschen unterwegs ist, soll ja Geld reinkommen hier. Aber alles so Frankfurt, Rostock, die ganze Ecke. Also wenn ich jetzt nichts weiter finde, dann geht es eben halt Richtung Frankfurt. Das ist dann ja auch schon relativ weit runter. Jetzt ohne Scheiß, ohne einen einzigen Auftrag für München. Gut, soll mir jetzt auch egal sein. Wundert mich aber eben, ne? Guti, der Kollege ist dann tutti kompletti beladen. Dann werden wir uns selber mal hier versorgen. Und ja, lass uns mal gucken, wohin wir fahren. So, wir sind in Frankfurt, Rostock, Duisburg, Magdeburg. Ich will jetzt auch keine Megastrecke fahren. Ich würde mal sagen, Dortmund oder Hannover, so die Ecke, würde ich jetzt eigentlich gerne fahren. Also so langsam wieder Richtung Heimat. Wir haben ja unser Zentrum, unsere Station in Hamburg. Da würde sich das anbieten, wenn wir auch in die Richtung dann so langsam uns bewegen. Hannover Nordhafen. Ja gut, dann nehmen wir den, ist mir auch egal. Nehmen wir Hannover Nordhafen. Egal. Oder wie der Wendler sagte, egal. Hat irgendjemand was wieder von dem Wendler gehört eigentlich? Außer Schwängern passiert ja bei dem nicht mehr viel, glaube ich, ne? Jetzt mal ohne Witz, Freunde. Wieso steigen wir hier eigentlich wieder aus? Dicht. Ja, genau, der ist auch noch dicht. Hä? Moment. Wenn ich den reindrücke, geht der andere raus? Bevor wir losfahren, ich will das nur verstehen, dass wir das hier dann diesmal richtig haben. Weil wenn ich das jetzt richtig eingestellt habe, dann brauchen wir beim nächsten Mal nur die hinteren beiden hier lockern. Dann ist nämlich alles gut. Ich bin jetzt gerade, was, wie, wo, was hat gerade Probleme ohne Ende? Ich war jetzt ganz kurz hier, bin Kopf woanders. Sorry. Der Wendler, ja. War der hier am Anfang? wieso starten wir jetzt eigentlich nicht? Habe ich irgendwas verpasst? Ah, jetzt. Was war denn der jetzt? Ja, der wird ja nur noch seinen Schwurblerbedarf da auf seiner Homepage verticken, denke ich mal, ne? Ich meine, was anderes läuft ja nicht, ne? Hauptgeschäftsmodell ist ja nur noch Schwangerschaft. Oh, Freunde. Wir hängen fest.
Und was ich immer noch gruselig finde, ist, in der Außenansicht ist hier unser Truck leer. Das finde ich sehr merkwürdig. So, jetzt fahren wir. Irgendwie der Wurm drin hier heute. Na gut, egal. Ja, nee, außer Nachwuchs produzieren passiert da eben halt nicht mehr viel. Bloß ist natürlich doof, wenn sich noch nicht mal die Welt für den Nachwuchs interessiert. Ja, so ist das. Dasselbe mit Xavier Naidoo, ne? Der ist entschwunden nach Schwubbelstan. Kriegt kein Hahn mehr nach, ne? Ich meine, der Kollege macht Geschmackssache sein, aber musikalisch war er schon gut dabei, ne? Da tut man jetzt überhaupt nichts weg, egal ob man seine Musik jetzt mag oder nicht. Muss man ihm zugestehen. Aber wie man sich karrieretechnisch so abschießen kann, verstehe ich nicht. Ja, ist doch eine kleine Strecke hier, ne? Ich sehe gerade, 351 Kilometer. Gott sei Dank hatte ich noch aufgetankt. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da eventuell dann nochmal eine Rast einlegen müssen. Weil ich sehe gerade hier, Fahrzeit haben wir noch 6,5 Stunden. Mal sehen, ob das reicht hier. Was ist GSD? Ist das eine Abkürzung? Ist es ein Wort? Ich weiß es nicht. Gott sei Dank. Ja, ich bin jetzt nicht so der Abkürzungsfan oder Fachmann. So die Standards, klar, kenne ich, aber GSDR. Ja gut, musikalisch hat Deutschland jetzt nicht viel verloren, also jedenfalls nicht beim Wendler, ne? Ich meine, zuletzt hat man sowieso von ihm, er ist ja gar nicht mehr wichtig, ne? Haben ja alle nur noch seine Tochter. Ach nee, Entschuldigung, es war seine Frau. In den Schlagzeilen gehabt, ne? Wenn die sich mal wieder nackelig gemacht hat. Oder irgendwelche anderen Influencer-Tätigkeiten da so tätigte, ne? Also, Glamour, Leben sieht anders aus, ne? Das ist. Das Problem ist, der Wendler und der Drachenlord, ich glaube, das sind eineiige Zwillinge, die irgendwann getrennt wurden. Ne? Beide denken, sie sind noch berühmt und unbesiegt. Nope. Ja, Gott sei Dank hat der Wendler nicht die Beine vom Drachenlord, ne? Ich meine, man wünscht den Menschen ja vieles, aber das geht ja nun auch ein bisschen zu weit. Oh, wir kriegen sogar mal grün. Juhu. Und hier natürlich die Werbung für den Fernbus-Simulator, ne? Und ich hatte damals recht mit meiner Vermutung. Erinnert ihr euch noch? Mir sind die ja von Anfang an aufgefallen, Plakate hier im Spiel. Und ich hatte schon das Gefühl, das Ding kommt auf die Konsole und zack, war's da, ne? Peru und seine Glaskugel. Wo
worauf ich wirklich Bock hätte, ne, wir haben es ja immer wieder mal angesprochen, auch heute hier, wenn tatsächlich der nächste Euro Truck Simulator auch eine Konsolenversion spendiert bekommt mit Multiplayer, ja, ich werde als ersten Schritt dann umgehend eine Spedition eröffnen, damit ihr alle mitfahren könnt. Ohne Scheiß. Wieder so eine Situation, wo ich mir jetzt eine Steuer wünschen würde. Aber wie gesagt, so allgemein die Steuerungseinstellungen, finde ich, haben sich nicht verbessert. Also ich habe es ja damals auf der PlayStation, als ich noch ein Wheel hatte, tatsächlich auch mit Wheel gespielt. Und ich finde, mit Wheel war die Steuerung deutlich besser bei On the Road. So auf dem Controller war sie immer schwammig. Also man hat so ein bisschen mal ein bisschen wieder was verbessert, aber es ist eben halt kein Vergleich, ne? Das ist... So. So ganz nebenbei. Ich könnte ja eigentlich mal die Beleuchtung ausmachen hier, ne? Ist ja schon hier Tageslicht, aber die Armaturenbeleuchtung lasse ich immer ganz gerne an. Erstmal der Sichtbarkeit halber und zweitens auch wegen der Sichtbarkeit hier von unserem EU-Kartenlesegerät. Das kann man auch tagsüber nicht so wirklich doll lesen, finde ich, unbeleuchtet. Deshalb lasse ich das immer an. Obwohl, man muss gestehen, ne, es läuft relativ fluppig hier heute, ne? Ohne größeres Tara, also auch nicht von der KI. Er fährt sich aktuell recht gut, bis, wie gesagt, ne, auf die kleinen Abstriche allgemein mit der Steuerung. Aber ich sehe jetzt aber auch nicht sehr viel Improvement. Also wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass grafisch ein bisschen geschraubt wurde. Aber sonst sehe ich jetzt nicht so viel. Ich müsste mir mal so ein paar Patchnotes mal reinziehen, was da angeblich gefixt, gepatcht wurde in den letzten Monaten. Wie gesagt, müsste ja einiges sein. Wir waren ja länger nicht da. Werde ich mal in den nächsten Tagen mal machen. Würde mich mal interessieren. Ist wenn noch richtig? Ja. Also links halten für Hannover und Kassel. Dorfklavier heute wieder Enkelzeit oder musst du heute ohne Paw Patrol auskommen?
Na, hier wird doch keinen Stau produzieren hier jetzt, Freunde. Mach keinen Scheiß. Dann wechseln wir kurz mal die Spur. Ach, du fliegst. Ich muss auch meinen Lehrgang mal weitermachen. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock zu. Ich möchte das gerne für euch und für mich natürlich vor allem weitermachen, unseren Jetliner-Lehrgang. Vielleicht machen wir das an diesem Wochenende. Vielleicht, ja, vielleicht mal morgen Vormittag oder am frühen Nachmittag. Müssen wir mal gucken. Wie gesagt, heute Abend ab 19 Uhr wird dann ja erstmal wieder gejagt, endlich wieder. Standesgemäß, gemütlich. Wir müssen uns ja wieder ein bisschen einarbeiten, ne? Bevor die australische Karte erscheint. Oder ist die schon draußen? Nee, ne? Okay. Ja, nee, aber umso wichtiger, dass wir uns natürlich wieder ein bisschen einarbeiten, ne? Ist wichtig. Dass wir dann soweit sind, dass wir mit neuem Schwung in die neue Karte dann auch starten können. Ja, die Strecke ist ein bisschen länger, als ich mir gedacht hätte. Also über 300 Kilometer, das merkt man schon, ne? Was? Ein neuer Great One? Ja gut. Das ist ja hier für Kalle und Co. Ja gut, für Kalle nicht mehr, aber für Co. Mehr so der Anreiz. Du kennst mich, ich bin eher so der Genussjäger, ne? Was gerade da ist, wird geschossen, ansonsten Landschaft genießen, entdecken und wie gesagt, mit etwas Glück natürlich auch einen guten Schuss machen. Ich bin ja nicht so der Quotenjäger, ne? Obwohl, ich hätte gern schon mal einen. So ist das nicht. Immer mit euren Dias, aber wieso tauchen die bei mir nicht auf? Kannst du jetzt mal ohne Scheiß, kannst du mir das mal verraten? Werde ich da boykottiert, sabotiert? Ich sehe die noch nicht mal. Ich glaube, wir müssen da mal reden, mein Freund. Die sind da, ja. Die Frage ist wo, ne? Also wenn man euch immer schnacken hört, als wenn alle 5 Minuten Dia, Albino oder was weiß ich... für ein Viech um die Ecke kommt hier. Bei mir? Pff. Nullinger. Schreibt er nur ja. Ist klar. Danke fürs Gespräch. Das ist ein Grund, aber kein Hindernis. Ich bin gerade über dem Reichstag. Ja, super. Muss mal ein bisschen mehr hier auf die Spur achten, dass ich nicht immer hier... Eine Flasche. Der Scholz ist ja eher so, so, wenn man ihn mit einem Tier vergleichen würde, wie ein Faultier, ne? Ich glaube, du wärst schon eine Woche weg, dann würde er auch sagen, ne? Das bringt irgendwie nichts. Scholz erinnert mich, ich weiß nicht, wie hieß das? War das Zoomania, der Animationsfilm? Mit Sid, nicht Sid, sondern dem Faultier.
dass ihr super langsam einen Gag versteht und dann nach einer Minute so. So, daran erinnert mich so ein bisschen der Scholz, ne? Das ist so. Er ist ja weder der Schnellste noch emotional besonders begabt, ne? Also er ist ja. Ja, eher ein Ding, ne? Und jetzt mal ohne Scheiß, wenn es wirklich Eidechsenmenschen geben sollte, dann ist Scholz einer davon. Also das Tempo hat er auf jeden Fall drauf. Ich weiß nicht, wer hat sich eigentlich den Scheiß mit den Echsenmenschen einfallen lassen, ne? Leute, Leute, Leute. Wenn man so YouTube guckt oder andere Portale, ne, was da für Verschwörungstheorien und Schwurbeleien am Start sind, da muss jeder vernünftige Mensch einfach zusammenbrechen, ne? Kannst du dir nicht angucken, ne? Ich habe das mal versucht und weil ich jetzt nicht wusste, ob ich jetzt lachen, weinen oder schreien sollte, habe ich es einfach ausgemacht. Aber es scheint leider genügend naive Menschen zu geben, die die Welt, so wie sie ist, nicht verpacken, nicht verstehen, nicht begreifen oder einfach so nicht wollen. Ja, da macht man es wie Pippi Langstrumpf, ne? Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt, ne? Uiuiui, also das Gefälle hat uns jetzt gerade richtig beschleunigt. Zum Glück kommt hier jetzt noch wieder eine Steigung, dass wir ein bisschen Speed wieder verlieren. Das ist sehr gut. Genau richtig so. Also, ein Drittel haben wir schon geschafft. Hurray! Ich sollte ein bisschen links bleiben, oder? Nicht, dass ich hier gleich Probleme bekomme. Muss ja nicht gerade auf der äußerst linken Spur sein. Ja, genau, das teilt sich, glaube ich, gleich auf hier. So, Hamburg Richtung Hannover, genau. Exactement, da müssen wir hin. Aber eines muss man on the road lassen. Eins ist selbst da nie passiert. Du bist nie in die Leere gefallen oder ins Nichts gefallen mit deinem Truck. Nein, das hat selbst Toxtronics nicht hingekriegt. Bitte was? Ich bin gemein? Wie? Was denn? Ich weiß auch nicht, was du meinst. Ich bin sehr umgänglicher, zurückhaltender Charakter. Also ich würde so weit gehen, sogar zu sagen, Ironie bzw. gemein zu sein, da fehlen mir die Gene einfach für. Nicht sein. Ich schlag doch auf niemanden ein.
den Sachen, die sie machen, fotzen sie sich selber, dass die Leute drüber sprechen oder sich vielleicht sogar lustig machen. Das ist die logische Konsequenz natürlich. Zumal, wenn sie für den Krampf dann bezahlt haben. Natürlich äußert man sich. Sollte man ja auch. Och, wir sabbeln nur so ein bisschen, ne, so Altherrenkram, ne? Nein, wir haben so ein bisschen Vergleiche aufgestellt zwischen verschiedenen Simulatoren. Was der eine besser, schlechter oder gar nicht macht. Und wir haben beschlossen, dass wir heute dann mal nach längerer Zeit auch wieder mal heute Abend ab 19 Uhr gemütlich auf die Jagd gehen werden in Call of the Wild. Ja, momentan sind wir in On the Road unterwegs mit unserem Scania-Truck von Dortmund, war das, ne? Dortmund, war das Dortmund? Ja, nach Hannover. Schön Container aufgeladen. Auch so ein Game, wie gesagt, was wir ja lange nicht gespielt hatten. Und ich wollte einfach mal sehen, was sich da in der Zwischenzeit getan hat. Und wie gesagt, bei der Gelegenheit haben wir jetzt gerade mal, wo wir uns unterhalten haben, also ein bisschen verglichen. Die Stärken, Schwächen, Komplettausfälle. Na? Hat er mich jetzt ausgebremst? Moin Moin ist gut hier am Mittag. Nachmittag haben wir ja sogar schon, Leute. Und was treibst du heute so, Lea? Ah, nee, du musst. Nee, warst du das oder Ivy, die heute arbeiten muss? Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ich würde sagen, wenn ich jetzt gerade nicht immer so viel rede, weil ich mir hier gerade. Hier muss ich mal ein bisschen aufpassen, weil die Steuerung so schwammig ist. Deshalb bin ich mit dem Kopf da gerade jetzt ein bisschen mehr beim Lenken hier. Das ist ein bisschen schwammig hier, das Ganze.
So, noch rund 100 Kilometer. Dann haben wir die Strecke auch wieder geschafft. Wir müssen mal sehen, ob die beiden Kollegen dann auch schon ihre Touren abgeschlossen haben. Wäre natürlich ein perfekter Abschluss. Weil dann könnten wir hier mal die große Abrechnung machen. Mal sehen, was da rausgekommen ist. Vielleicht können wir noch ein bisschen, ja, schauen, ob wir noch was am Truck ein bisschen schrauben können hier von der Optik. Diese Kurvenstrecken machen mich fertig, gerade mit der Steuerung. Noch schlimmer, am schlimmsten natürlich immer Kurve und bergab, ne? Dann ist wirklich Polen offen hier. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist ja irgendjemand mal unter euch, der auch selber LKW fährt oder Truck fährt. Ist der Leistungsverlust im Gefälle oder in der Steigung eher gesagt so groß wie hier? Ich kann mir das eigentlich kaum vorstellen. Na, scheinbar keine Truck-Experten hier mit dabei. Schade, Mensch. Also wenn ihr jetzt auf YouTube als Wiederholung seht, dann schreibt es mir mal rein, weil ich finde das sehr viel, übermäßig viel, was hier an Leistungen in den Gefällen und Steigungen drauf geht. An einigen Stellen kriegst du da wirklich mit, was weiß ich, 30 Kilometer dann da das Gefälle hoch. Da wollte ich doch... Ja, du... nicht, okay. Also wäre wirklich mal interessant zu wissen, ne? Weil mir kommt es viel zu viel vor. Oh, da steht jemand auf der Fahrbahn. Das hatten wir lange nicht gesehen. Kopf an Kopf rennen hier mit den Kollegen. Hier, live, ne? Unsere berühmten Elefantenrennen. So entstehen sie, genau so. Ich weiß noch, mit 7,5 Tonnen sind wir damals auf Übung gefahren mit der Bundeswehr damals. Also wir hinten auf der Pritsche, ne? Plane drüber und gib ihm. So sind wir mal zu den Übungen gefahren. Junge, Junge, Junge. Was für Kisten.
müssen gerade weiter. Okay. So, so wie es aussieht, geht es jetzt die letzten Teile der Strecke über die Landstraße. Ups, das war jetzt knapp. Ja. Ich finde die jetzt sehr eng geschnitten, die Landstraßen, ganz ehrlich. Alter! Junge, wie gesagt, richtig eng geschnitten. Wisst ihr auf jeden Fall, warum ich die Landstraßen hasse in dem Game. Mochte ich noch nie. Also früher war es ja tatsächlich so, wenn du auch nur mit dem Reifen auf den Sandstreifen gekommen bist, dann gab es schon Schaden, ne? Also diesmal bin ich ja richtig runtergerutscht, beziehungsweise reingerutscht. Klar, war meine Schuld, ne? Aber wie gesagt, die sind mir zu eng, die Landstraßen. So, da sind wir das gute Stück mal. Den wunderschönen Scania. Sag mal, habe ich eigentlich irgendwie Erinnerungslücken oder Probleme? Ich meinte, dass eigentlich ja noch ein dritter Truck oder ein drittes Truck-Brand mit reinkommen sollte, ne? Ist das scheinbar nicht passiert, ne? Oder ist es ein Truck, der karrieretechnisch... Wie hießen die hier, die anderen? DAF, ne? Die sollten doch auch, oder ein Modell zumindest ins Spiel kommen, aber ich weiß nicht, ob das als Spielbelohnung innerhalb des Spiels freigeschaltet wird, weil so in der Normalauswahl findest du ihn ja nicht. Weiß das jemand? Weil ich habe das bis zu diesem Punkt damals nicht gespielt gehabt. Also jedenfalls noch nicht. Ach so. Ich dachte, du bist den damals auch regelmäßig gefahren, oder täusche ich mich da? Nee. Okay. Also, im Rahmen, was eben halt mit dem Controller hier geht, lässt sich ja relativ gut fahren. Das war ja vorher auch so. Ich habe das Gefühl, die KI ist ein bisschen zahmer hier geworden. Und wie gesagt, die Grafik ein bisschen aufgehübscht auch außen. Es ist nichts groß Weltbewegendes. In der Zwischenzeit gab es ja, wie gesagt, ein paar neue Fahrzeugteile bzw. Erweiterungen. Wie den Autoanhänger oder auch neuen Containeranhänger. Für Sattelschlepper. Ja. Wir haben jetzt natürlich in der Zeit jetzt hier
noch nicht alles gesehen, was eventuell noch gepatcht wurde oder dazu gepackt wurde. Ich weiß es nicht. Aber es ist ganz okay. Man kann hier wieder relativ gut fahren. Ja, ich warte jetzt erstmal auf ETS 3. Ne? Wie gesagt, der ist ja in der Pipeline. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sie ihren Gedankengang umsetzen. Wenn nicht, wäre es eigentlich ziemlich dumm. Allein wegen der Kohle. Das Ganze auch konsolentauglich zu machen. Dann bin ich sofort dabei. Habe ich vorhin schon gesagt. Erster Schritt, erstmal Korken knallen lassen. Und zweiter Schritt, ich würde umgehend eine Spedition gründen. Also auch American Truck Simulator. Gott, hätte ich da wieder Bock drauf. Mir blutet immer so ein bisschen das Herz, wenn ich meine alten Streams noch sehe mit PC. Gerade American Truck Simulator bin ich sehr, sehr gern gefahren. Das waren Zeiten. So, mal schauen die Außenansicht. Nicht, dass wir jetzt zu weit gehen hier. Beziehungsweise fahren in dem Fall natürlich. So. Kiste aus. Raus hier. Papiere abgeben. So. Und dann sehen wir mal zu, dass wir den Bums loswerden hier. Also jetzt müsste es tatsächlich klappen, wenn wir die beiden hier aufmachen, oder? Weil die anderen beiden dahinter bewegen sich ja mit. Warte mal. Das ist auch so eine Sache. Wie gesagt, ich habe es auch von dir angesprochen. Warst du noch nicht da, ne? Was ist geworden hier aus dem Tour? Ne? Normalerweise, wenn du die korrekte Parkposition erreicht hast, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ist es ja grün geworden. Und dann wusstest du, ich stehe richtig, Luken auf, ab geht's. Und das haben sie rausgenommen. Also, ja, entweder du stehst richtig oder eben halt nicht. Ne? Aber er zeigt es dir nicht. Das hätte man natürlich nach der Zeit jetzt hier definitiv regeln können. Also geht das Spielchen wieder los. Okay, ich bin dabei. Jetzt kommen wir gerade vor wie so ein schlechtes 3D-Puzzle jetzt hier gerade. Ne, weil das, die sind immer in der Längsseite miteinander gekoppelt. Das heißt doch normalerweise dann im logischen Schluss, dass ich nur auf eine der beiden Stirnseiten beide Hebel umlegen muss. Ist aber scheinbar nicht der Fall. Ne, jetzt wären beide Seiten offen.
Also hier sind wir direkt auf der Abladefläche. Aha! Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Ich habe eine Vermutung. Könnte natürlich jetzt auch meine eigene Blödheit sein. Kann es sein, dass ich im Rückwärtsgang sein muss, um den abzukoppeln? Weil dann hätte ich ja theoretisch recht gehabt, aber ich war nicht im Rückwärtsgang. Das kann natürlich sein, ne? Da müssen wir mal beim nächsten Mal drauf achten. So, aber hier haben wir die Tour jetzt auf jeden Fall erstmal beendet. So, habe ich jetzt hier noch irgendwas an? Ja, die Lichter natürlich. So, EU-Kontrollgerät. Karte raus. Ne, zum Feuerabend. So, Freunde, das war mal wieder eine Runde on the road. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß damit. Vielleicht fahren wir es ab und zu mal wieder zwischendurch, weil, ja, Trucks haben wir ja nicht so viel auf der Konsole. Die Auswahl ist nicht wirklich groß, ne? Es sei denn, ETS 3 kommt dann irgendwann mal um die Ecke, auch auf Konsole. Daumen drücken, Freunde. Dann sieht die Kiste natürlich wieder ganz anders aus, ne? Bis dahin müssen wir damit Vorlieb nehmen, was wir haben. Wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Falls ja, schaut mal wieder rein. Lasst ein Like oder Follow da auf YouTube. Natürlich auch gerne einen Kommentar. Oder auch da natürlich ein Abo ist immer willkommen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Wenn ihr wollt, sehen wir uns wieder heute Abend. Wie gesagt, ab 19 Uhr dann mit dem lieben Dorfklavier zusammen. Geht's nach auf die Jagd in Call of the Wild. Ansonsten euch danke fürs Zuschauen. Schönes Wochenende. Tschüssi, Kowski.